Ab sofort und nur für kurze Zeit bekommt ihr im My Merch Shop, den ihr auf meiner Kanalseite oder unter jedem Video findet, 10% auf alle Kleidungsartikel, wie zum Beispiel diese T-Shirts, indem ihr einfach den Artikel in den Warenkorb hinzufügt, in den Warenkorb geht und dann dort den Rabattcode STREET10 eingibt, auf Go klickt und zack, schon kriegt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu PyroWeb oder auf meiner Kanalseite. Dort klickt ihr einfach drauf und zack, schon ist euer 10% Rabattcode eingefügt. Und wenn du auf deine nächste Bestellung bei PyroWeb 10% sparen willst, gehst du einfach auf deinen Warenkorb, Gutscheincode eingeben, gibst ein SF10 und schon sparst du 10% auf deine nächste Bestellung bei PyroWeb. Und damit, was geht ab, Pyros, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seht schon, wir haben ja ein riesengroßes Paket von PyroWeb und ein kleines Paket von PyroWeb. Ja, ich habe heute ein schönes Unboxing vor mir. Warenwert liegt bei 500 Euro. Danke nochmal an PyroWeb fürs zur Verfügung stellen. Erster Link ist in der Beschreibung zu PyroWeb. Wenn ihr über meinen Link bestellt, könnt ihr nochmal 10% sparen. Aber das habt ihr auch schon im Vorspann gesehen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit diesem kleinen Paket. Und dann jetzt viel Spaß mit diesem Silvester Feuerwerks Unboxing Pyros. Alles klar, let's go. Zuerst machen wir das hier auf. Hier sehen wir schon 1.4S, 1.4EA. Ich bin gespannt, was in diesem kleinen Päckchen enthalten ist. Und weiteres Verpackungsmaterial. Sehr schön. Ich bin schon mal schön. So, womit fangen wir an? Zuerst haben wir hier, schön, 20er Packung, Nico Reibkopfknaller. Ja, altbekannt, altbewährt, sollte jeder kennen. Reibkopfknaller dürfen an Silvester auf jeden Fall nicht fehlen. Dann haben wir hier Bengalfeuerrot von Funke. Ja, bin ich gespannt. Ist auf jeden Fall F1. Schöne kleine Bengalfeuer. Den Mix hatte ich ja auch schon. Hat mich auf jeden Fall richtig überzeugt. Richtig geiles Zeug. So, dann haben wir hier Jackie Chan. Auch so kleine, vier Stück, so kleine, ja, Knisterdinger sind das, meine ich, soweit ich weiß. In Klasse F2. Ja, wie gesagt, Freunde, erster Link in der Videobeschreibung zu PyroWeb. Dort könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr einen Gewerbeschein habt, das ganze Jahr bestellen und ansonsten für Silvester. Und dort kriegt ihr auf jeden Fall alle diese Produkte, die ihr hier in dieser Bestellung seht. Ja, machen wir direkt weiter. Hier haben wir Laserballs. Habe ich mir direkt viermal eingepackt, weil es einfach immer wieder geil ist, an Silvester die Dinger aufsteigen zu lassen. Macht richtig Bock. Und gleich im Vergleich dazu noch hier Moskitos mitgenommen. Auch viermal. Fällt mir direkt auf die Verpackung hier. Dann ist so ein bisschen stabiler und dicker. Und irgendwie gehen die aktuell ja alle auf diese verlängerte Beschreibung irgendwie. Aber bin ich gespannt. Geil, schön vier Stück. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gehabt, die Moskitos. Die letzten Male immer die Laserballs. Deswegen einfach mal beide eingepackt. So, dann haben wir hier Big Balls von Xplode. Einfach geniale Crackling-Bälle. Sollte jeder von euch kennen. Gehört mittlerweile an Silvester einfach für mich dazu. 45 Gramm NEC, 15 Gramm pro Stück. Einfach richtig geile Teile. Weiter geht's hier mit Strobos in Weiß von Argento. Ist allerdings auch T1, also könnt ihr das ganze Jahr erwerben und das ganze Jahr zünden. 18. Ja, dann haben wir hier schön ein paar Knallfrösche von Nico. Kann auch nicht fehlen. Hier unten so einen kleinen, aber feinen Bonsai-Vulkan. Ebenfalls von Nico. Ich habe mir die ein bisschen größer vorgestellt, aber okay, ich bin gespannt, was das Mini-Ding hier kann. Dann haben wir hier schön ein paar Knallfrösche, und zwar Knallfrösche Kaliber B von Funke, schön mit grauer Lunte. Sehr geil, dass man die auch bei PyroWeb bekommt. Und dann haben wir hier auch schon, Moment, noch eine Packung Big Balls und den letzten Artikel aus diesem kleinen, aber feinen Paket. Und zwar haben wir das Strombulli. Ja, kleines, aber feines Pyroland sehe ich gerade. Krass, das wusste ich gar nicht. Pyroland müsste Jugendfeuerwerk sein. Genau, F1 Sortiment mit jede Menge Fontänen. Wir haben hier ja Vulkane, weitere Vulkane, Fontänen. Also kann man gespannt sein.
So, Pyros. Und damit haben wir jetzt schon das erste Paket leer. Dann würde ich sagen, räume ich das gerade mal wieder hier in den Karton zurück. Und dann widmen wir uns auch schon dem Monster-Paket hier. Was auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig geil nach einer richtig schönen Kramkiste aus. Guckt euch das an. Kurz hier ein bisschen Verpackungsmaterial rausholen. Und dann sehen wir hier doch schon echt einige richtig geile Artikel. Guckt euch das an. Mega. Alles klar, fangen wir an. Hier haben wir Shell Rockets in 38 mm. 6 Stück. Ja, Kugelkopfraketen mit 6 verschiedenen Effekten. Auf jeden Fall richtig geil. Straw Palm, Gold Blue, Dahlia Cracker, Strobe Kamuro, Strobe Willow und Glittering Willow. Schön in 38 mm. Und da wir die haben, haben wir uns hier auch nochmal diesen Mix eingepackt, weil die 34er waren, glaube ich, nicht zur Verfügung am Stehen oder so. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Und zwar haben wir hier einen Mix aus 34 und 38. Einfach geile Raketen, die Agentur da rausgehauen hat. Und die dürfen an Silvester auf jeden Fall auch nicht fehlen. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen was Oldschool, früher im Sample Shop gekauft. Jetzt bei Pyroweb erhältlich. Ich meine 10 Euro minus 10% bezahlt ihr dann noch 9. SF10 oder über den Link in der Videobeschreibung bestellen, Freunde. Ja, haben wir hier Glitter and Glamour. 12 Stück von Leslie. Sind so ja, kleine, aber feine Raketchen. Wollte ich auch einfach nochmal mitbestellt haben, um die dann an Silvester zu zünden. So, dann haben wir hier schön. Ach, das ist da irgendwie Nostalgie. Das erinnert mich an die Einkaufstour. Und zwar haben wir das Stargate, über 50 Einzelteile, Leuchtfeuerwerksortiment. Wir haben hier verschiedenste Sachen drin, Rölis, Meteoriten, dann haben wir hier Baller, Fontänen, Vulkane, Feuerbatterien. Also wirklich eine richtig bunt gemischte Tüte. Ja, richtig geil, Stargate, über 50 Einzelteile, 13-fach sortiert von Deko. Einfach eingepackt, schön für Silvester, für den Tag oder für die Dämmerungsphase. Richtig geiles Sortiment, erinnert mich so ein bisschen an das Montreal heißt es, glaube ich, aus dem Aldi. So, weiter geht's. Haben wir hier mal einen schönen Knallartikel. Oh, leider schon kaputt, aber das macht dem Ganzen ja nichts. Und zwar haben wir hier die Honey Badger von Funke mit einer der lautesten Böller in Deutschland, die es so legal zu kaufen gibt. Ja, F2, obwohl ich sehe gerade sogar Kategorie P1 sind die, alles klar. Krass, wusste ich gar nicht. Ja, P1, Honey Badger von Funke. Richtig gute Teile. Cobra beißt die Schlange. Ihr wisst Bescheid. So, dann haben wir hier schon ein Ding, was mich beim Julian im Unboxing schon angelächelt hat. Und zwar haben wir hier richtig fettes Teil. Gold Digger Joe mit 20 Schuss von Nico Feuerwerk. 30 mm Kaliber, 20 Schuss, 25 Sekunden Brenndauer, 500 Gramm Explosivmasse und 60 Meter Steighöhe. Richtig geiles Design, wie ich finde. Und auch eine richtig geile Cake. Video habe ich mir angeguckt. Und das Gold hat mich einfach nur angelächelt. Deswegen auf jeden Fall einmal eingepackt, um die an Silvester für euch zu schießen. Die werdet ihr dann mit Sicherheit an irgendeinem Video von Silvester zu sehen bekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ding dann so live ist. Auf dem Video hat es mich, wie gesagt, einfach nur überzeugt. Richtig schön designtes Teil. Gefällt mir mega mit den ganzen Gold-Nuggets. Bin ich mal auf die goldenen Effekte gespannt, Freunde. So, Pyros, weiter geht's. Wir machen mal weiter mit dieser kleinen Batterie. Und zwar haben wir die Colored Crozet von Xplode. 16 Schuss, 20 mm Batterie. Ja, so ein kleines Ding für irgendeinen Hoodie von mir zum Beispiel. Ihr habt ja schon am Anfang gesehen, auch zweiter Link in der Videobeschreibung. Es gibt aktuell auf alle Hoodies und alle T-Shirts und alles, was man so anziehen kann, 10% mit dem Code STREET10 im Merch-Shop. Zweiter Link in der Videobeschreibung. Alles klar, wie gesagt, Colored Crozet einmal. So, dann haben wir hier direkt auch einen richtig geilen, schönen Artikel, den man auch irgendwie eigentlich nicht so oft mehr bekommt. Und zwar haben wir hier Rocket Strike von Nico, 3 einzigartige Leitwerkraketen. Die sind auch einfach nur herrlich, deswegen mussten wir uns die auch einmal einpacken. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt mal hier weiter was Knalliges. Und zwar haben wir hier ein Böller-Sortiment, und zwar die volle Dröhnung von Keller. Ja, ich finde, man sollte den ehemalig guten Böller-Marken hier Kellerfeuerwerk auch nochmal eine Chance geben. Man kann ja auch nicht die ganze Zeit nur die teuren Funke-Böller da weghauen an Silvester. Deswegen hier einfach mal so ein Sortiment bestellt, um das dann an Silvester genüsslich zu verzünden.
Gut, weiter geht's mit Pyrobat-Batterien. Und zwar haben wir direkt hier die Fortuna 16 Schuss Batterie, 350 Gramm, 29 Sekunden Brenndauer, 50 Meter Effekthöhe, 30 mm Kaliber. Also wirklich brutal. Hat mich auf den Videos auch überzeugt, deswegen mit eingepackt. Pyrobat-Batterien sind in der Regel eigentlich alle gut. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit Pyrobat kooperiere, sondern auch, weil ich die Batterien wirklich gut finde. So, weiter geht's mit einer Argento Cake. Und zwar haben wir hier Medusa, auch richtig geiles Design, 13 Schüsse Serie von Argento, ja fast 300 Gramm, 21 Sekunden, die Dinger sind schon nicht schlecht. Also letztens hat mir irgendwann mal die Eisblume von der Serie gezündet und ja, Funke, Argento, ihr wisst selber, die Arbeit, die die da machen, ist einfach brutal und schwierig zu toppen, deswegen einfach mal eingepackt, vor allem für relativ ja, kleines Geld. Dann haben wir hier unten schön, wo wir gerade bei Funke und Argento waren, ein paar Funke Frösche, die ich finde auch die bessere Wahl, allein wenn man an die Umwelt denkt, meine Freunde. Haben wir hier die Knallfrösche C. Ja, finde ich eh viel schöner in diesem Papierkarton als in dieser Plastikfolie da. Aber für Silvester müssen noch trotzdem beide her, damit man die auch mal miteinander vergleichen kann. Ja, haben wir zweimal mitgenommen. Dann Tagesartikel, und zwar die Smokebirds. Was mir direkt auffällt, irgendwie komischerweise sind hier überall zwei Zündschnüre dran. Warum auch immer. Hab ich so vorher noch nie gesehen. Komisch, wird schon seinen Grund haben, aber trotzdem. Vielleicht haben sie hier aus Versehen Schnellbrennende verwendet oder so. Ja, Smokebird von Xplode. Geile Tagesfeuerwerksartikel, die aufsteigen mit einer schönen Rauchspur. Da haben wir hier von Tropic schöne Fountains, und zwar so ja, Panda-Vulkane. Panda steht zumindest drauf, ist aber wie gesagt von Tropic in F2 mit 60 Gramm NEC. Ja, kleine Fontänen, gut zum Warmschießen. Genau wie dieses schöne Set hier vorne. Habe ich auch eingepackt, aus dem Grund, weil man sich damit gut warm machen kann, wenn es so langsam auf die Dämmerung zugeht. Und zwar ist das das Powerbank-Sortiment von Nico. Wir haben hier zwei 7-Schüsser, einen 9-Schüsser, eine Kombination aus 6 plus 1, also ebenfalls 7 Schuss und eine Prachtfontäne, weiße Glitzerfontäne. Ja, so ein schönes Set von Nico, Powerbank, perfekt zum Warmwerden. Das Paket wird langsam leerer, wir kommen hier langsam an so richtig geile Artikel ran. Hier haben wir Knisterteufel-Mix einmal mitgenommen von Lone Star. Ja, sollte eigentlich auch jeder kennen. Hier die schönen Teile, immer wieder geile Feuertöpfe, machen richtig Spaß. Schön verschiedene Effekte, und zwar haben wir Double Crackling, Crackling blaue Sterne und Brokat mit Crackling. Bombenstimmung haben wir uns auch noch eingepackt von Nico. Wer weiß, wie lange es hier noch in so einer Verpackung hier geben wird. Ja, schön noch VPI hier, Nico Jo. Richtig geile Dinger, 30 mm. Premium-Effekte, Steighöhe 50 Meter. Und die haben auf jeden Fall einen stabilen Zerleger. Also die kann ich jedem von euch nur ans Herz legen. Genau wie die schönen Teile hier unten. Was haben wir hier? Big Shot von Xplode. Schön in Gelb, Purple und Grün. Richtig geile Single Shots von Xplode. Also wenn ich die irgendwo sehe, nehme ich sie meistens auch mit, weil die mich einfach jedes Mal aufs Neue überzeugen. Sind richtig geile Dinger, machen auch richtig Spaß. Vor allem diese Einzelschüsse, einfach nur genial, geil. Dann haben wir hier Crackling Bird von Xplode. Ja, aufsteigende Effekte mit ja, einem Crackling Zerleger in Anführungszeichen. 18 Gramm pro Stück. Kriegt man auch nicht mehr allzu häufig, weil die meistens irgendwie ausverkauft sind, habe ich das Gefühl. Aber bei PyroWeb gibt es sie eben noch. Genau wie diese Orks. Die musste ich mir auch einfach einpacken. Alleine das Design hat mich schon angelächelt. Finde ich schon mega ansprechend. Wir haben hier vier Crackling Bombs mit einer NEC von 60 Gramm. Das heißt, hier haben wir 15 Gramm pro Stück. Da bin ich mal gespannt. Da unten versteckt sich nämlich auch noch der ein oder andere Crackling-Artikel. Ich habe nämlich einige Videos darüber gesehen und die haben mich wirklich umgehauen. Genau wie diese Knisterfeuer habe ich vor kurzem auch mal getestet gehabt. Richtig geil. Eine Minute übertrieben lautes Crackling. Und die Dinger für Silvester schön auf der Kreuzung. Ein paar hingeschmissen. Genial. Dann haben wir hier
weitere Pyrowerb-Batterien. Und zwar haben wir hier die Pyronator 2.0, bessere Version. Haben wir 30 mm. Können wir mal kurz aufmachen. Guckt euch das Kaliber an. Wirklich richtig fett brutal. Habe ich richtig Bock drauf. Die Pyrowerb-Batterien, wie gesagt, guckt euch selber Videos an. Oder wartet halt eben ab, bis sie dann im Video bei mir mit drin sind. Einfach, boah, wirklich geile Teile. So, die lassen wir jetzt direkt mal hier stehen. Dann haben wir hier super, und zwar 10 Stück. Das sind so, ja, ich schätze mal Böller in Pyro-Cracker-Größe oder vielleicht sogar ein bisschen größer. Doch, B-Böller-Größe. Ich würde sagen, wir machen die einfach mal auf. So, gucken wir mal rein. Ja, die sind sogar in so B-Böller-Größe. Ich denke mal, da kann man sich jetzt nicht allzu viel von erwarten, aber für so einen kleinen Vergleich oder für so eine Böller-Tour an Silvester, denke ich mal nicht schlecht. Die haben 1,5 Gramm NEC sogar. Vorne, hinten rote Pest. Ist jetzt nichts Besonderes, aber sowas darf an Silvester nicht fehlen. Und zwar haben wir hier schön Night Navigators. Müsste von Leslie sein. Genau, hier stand schon Leslie. Ja, Sonnenvögel. 3 Gramm pro Stück, 4 Stück in der Packung. Ich denke mal, zwischendurch ganz geil. Dann haben wir hier Bada Bang, Bada Boom. Auch wieder von Leslie. Also die haben echt geile Sachen, Leslie, muss man schon sagen. Kann man nur hoffen, dass die nicht irgendwann auf dem Markt sind. Richtig schöne Bombenrohre, sogar schon Pappstandfuß. Da bin ich gespannt, was da draus kommt. 30 mm. Ich habe mir auch kein Video zu angeguckt, weil ich mich da echt so ein bisschen überraschen lassen möchte. Ja, bin ich mal gespannt. Sind sogar hier verschieden benannt mit A, B, C, D. So wie ich das hier sehe. 4 Stück in einer Packung. Einfach nur schlichtes, aber geiles Design. Dann haben wir hier noch ein paar Böllers. Und zwar Cobra 6R Silber von Di Blasio Elio. Und zwar sind das hier Schwarzpulverböller. Sollte eigentlich jeder kennen, diese grauen Böller mit dem Reibekopf. Haben hier eine NEC von 5,5 Gramm pro Stück. Ja, 2 Packungen. Einmal für so einen schicken Vergleich an Silvester. Einmal für so eine Böller-Tour. Bin ich mal gespannt, ob die Dinger immer noch so gut sind wie früher. So, hier rechts verstecken sich noch 2 weitere Pyro-Werb-Batterien. Und zwar haben wir einmal die Aurora 13 Schuss XL Effekte Version 2.0. Auch fettes Teil, 30 mm. Bin ich ultra gespannt drauf. Ich kenne sie jetzt aus Videos, aber live habe ich sie leider nicht mit erleben dürfen. Genau wie die Mystic, die hat mich nämlich ultra überzeugt. Die habe ich in Tschechien mit Julian gezündet, aka Mr. Pyro Manager. Grüße gehen raus. Und die hat mich sowas von umgehauen, dass ich direkt gesagt habe, ey, die muss ich haben für Silvester. Und dann sind wir hier einmal mit eingepackt. So, jetzt kommen wir auch schon zum linken Teil. Hier haben wir nochmal schönes Jugendfeuerwerksortiment. Schön, um die Vorfreude anzuheizen unterm Jahr. Lucky You. Schön mit so einem Automatendesign hier. Finde ich ja immer ganz lustig, diese Designs. Ja, so ein paar kleine schöne Fontänen. Um die Vorfreude anzuheizen, ist das, denke ich mal, echt ganz geil. Macht doch einfach Spaß, auch mal unterm Jahr ein bisschen was zu zünden. Muss auch meiner Meinung nach einfach sein. Dann haben wir hier schön ein bisschen eingequetscht. Trickshot 6 Double Crackling Tubes. Okay, auch nichts zu angeguckt, ist auch wieder von Leslie. Auch richtig geiles Design. Wahrscheinlich habe ich sie deswegen eingepackt. Also, wie gesagt, habe ich mir nichts zu angeguckt. Ja, werden wir einfach mal dann in irgendein Video mit einbauen. Haben wir 102 Gramm auf 6 Bombenrohre. Das ist schon brutal viel. Ja, bin ich gespannt. So, erstmal schon mal das Messer hier weg. Machen direkt hier weiter. Boah, die ist schwer. Und zwar haben wir die Palme Tum 31 Schuss 500 Gramm Satzmenge. Boah, 28 Sekunden Brenndauer, 35 Meter Effekthöhe und 25 mm Kaliber Pyroweb Batterie. Ich meine, die hatte ich nämlich früher auch schon mal und die hat mich auch überzeugt und deswegen einfach nochmal eingepackt. Ist auf jeden Fall brutal schwer. Also mit einer Hand hier hochheben ist schon grenzwertig, weil man ja auch keine Kraft so hat. So, dann haben wir hier, genau, stimmt, eine Knallkette, 1,5 Meter von Nico. Ja, kleine Böllerkette. Ist eigentlich, ja,
nichts Besonderes, aber gehört zu Silvester einfach mit dazu. Und dann haben wir hier noch die Super Boilers. Nicht Böller, sondern Boilers. Wieso auch immer. Die werden wir uns jetzt hier auch mal aufschneiden. Aha. Das sind dann wahrscheinlich die großen Brüder von den Supers. Ist eigentlich nur ein D-Böller, will ich jetzt mal behaupten. Mit einer NEC von 2,5 Gramm. Ja, hier sieht man es ganz gut. NEC 2,5 Gramm. Design, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Müssen wir einfach mal ausprobieren, wie die so sind. 2,5 Gramm ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Brückhoff Fuhrwerk International. Ja, die bringen ja immer so crazy Artikel raus. So, dann kommen wir jetzt auch leider schon zum Ende hier langsam. Ja, dann haben wir hier die Varius-Fontäne von PyroWeb. Auch ein nices Teil. Haben wir auch im Silvestervorfreude Part Nummer 2 mal nicht gezündet, falls sich irgendwer von euch daran erinnern kann. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wer die Silvestervorfreude Parts verfolgt. Wir sind ja mittlerweile schon bei Part Nummer 5, 60 Tage bis Silvester. Bald kommt Part Nummer 6, nur noch 50 Tage bis zu Silvester. Und dann warten noch 4 weitere Parts auf euch, Freunde. Ihr könnt da ultra gespannt drauf sein. Wir haben da auf jeden Fall noch fette Sachen am Start. Und ja, Varius Fontäne auch sehr geil mit richtig lauten Crackling-Auswurf. Mega Bock drauf. So, da haben wir hier Knisterteufel gleich Knalls. Schöne, ja, Knisterteufel wieder von Lone Star. Hier verschiedene Effekte. Smaragd, Rubin und Gold. Wie immer ein schöner Lone Star Fireworks Aufkleber dabei. Gleich Knalls. Finde ich ja mega nice, die Dinger. Ja, gehören mittlerweile auch dazu. Und zwar etwas teurer, aber mit dem Effekt, der da rauskommt, auf jeden Fall gerechtfertigt. So, dann haben wir hier. Ah, was ist das denn? I Like Legal von Magnum. So ein richtig fettes Teil. Boah, 50 Gramm. Ich glaube, genau, das war, glaube ich, dieses Rotterdam Terrorkopf oder so. Muss ich jetzt gerade mich selber hier mal belesen. Steht jetzt hier jetzt nicht so wirklich drauf. 2 Inch steht auf jeden Fall drauf. Boah, das ist auf jeden Fall schon ein brutal geiles Teil. Bin ich mal gespannt drauf. So, dann haben wir hier. Dann haben wir hier noch die Neon Clouds von Albert, 10 Stück. Also richtig schön geile Teile. Die habe ich nämlich auch selber noch nicht gehabt, aber Videos gesehen und da dachte ich mir dann, okay, die brauchst du auch. 5 verschiedene Effekte. Die sollten auf jeden Fall nice werden. Feuertöpfe aus neonfarbigen Sternen in Lemon Pink sowie Aqua Orange kombiniert mit Silbercrackern. Okay, ich habe mich, glaube ich, vertan. Es sind nur 2 verschiedene Effekte. Jeweils 5-mal. Aber richtig geil. Auch das Design wieder so abgespaced, crazy. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel und das ist einer der Artikel, wo ich mich am meisten drauf freue. Und zwar haben wir diese Thunderlords von Leslie. So 40 fette Cracking-Teile, die sind auch mega schwer. Boah, da bin ich übelst gespannt drauf. Oh, leider jetzt reingerissen. Das ist ja nicht so tragisch. Ich kann ja mal kurz gucken, wir haben hier 600 Gramm NEC. Boah, das ist wirklich brutal. Die Teile sind richtig, richtig geil. Müsst ihr euch einfach mal angucken und dann am besten über den Link in der Videobeschreibung bestellen. Ihr wisst Bescheid, Büros. Ja, einfach geil. Und Freunde, ich würde sagen, wir haben jetzt hier alles ausgepackt. Ich reihe das jetzt hier mal irgendwie auf und dann machen wir jetzt gleich nochmal eine kleine Gesamtübersicht. Nochmal vielen lieben Dank an PyroWeb, dass wir dieses Jahr eine Kooperation starten konnten. Und dann würde ich sagen, baue ich das jetzt auf und dann sehen wir uns jetzt gleich bei der Gesamtübersicht nochmal wieder. Wie versprochen geht es jetzt noch hier mal eine kleine Gesamtübersicht. Also ihr seht schon, wir haben hier wirklich eine bunte Mischung. Alles mögliche dabei, von Batterien bis Raketen, bis Böller, bis Crackling-Artikel, bis Vögel. Ja, Raketen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Dann haben wir hier noch diese kleine, ja, Mischkiste mit Kleinzeugs. Wie gesagt, Pyros, wenn ihr Bock habt, bei PyroWeb zu bestellen, dann tut das gerne über den Link in der Videobeschreibung. Über den könnt ihr 10% sparen. Und dann hoffe ich, euch hat dieses, ja, kleine, aber feine, obwohl so klein war es jetzt eigentlich gar nicht, Silvester Fireworks Unboxing gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Pyros. Und dann haut rein und ciao.